Ah, das war hier beim Lager. Okay, ich erinnere mich. Marker, Marker. So, da reiten wir jetzt hin. So, damit wir Nacht weitermachen können, habe ich einen guten Trank. Bam. Sehr gut. Ja. Danke sogar so gut, dass ich nicht mehr die Fackel brauche. Ja. Wir sehen einfach alles. Was ist denn das für ein Monolith? Ach, eine Belüftung. Okay. Wenn die so funktioniert, von mir Ja. aus. Ja. So, da ist ein Lager, dann schauen wir uns da mal um. Ich hoffe, die klauen nichts. Das wäre nämlich frevelhaft. Aha. Rote Beinlinge und ein Unterhemd. Das erklärt alles. Speichern und schlafen. Wo haben Sie den einen runtergeworfen? Es muss ja hier irgendwo gewesen sein. Glaube ich. Speichern, da haben wir nichts. Vielleicht da unten noch, da können wir gleich schauen. Ich dachte, ich würde genügend Informationen finden. Bei Fußköter. Köter soll mir mal dabei helfen. Ah, noch eine Truhe. Also, da sind bestimmt alle Hinweise. Köter. Wir haben. Leder kann ich mitnehmen. Verbände auch. Brauchen wir sowieso immer wieder mal. Und den Leder können wir auch mitnehmen, damit Köter nicht vergisst. So, Köter, such. Mal sehen, ob du hier etwas erschnüffelst. So. Er findet nichts. Okay, dann dort. Da auch nicht. Hier auch nicht. Vielleicht gibt es den Marker nur, wenn man wirklich in die Mine reingeht. Das wäre unschön, weil dann habe ich es wirklich verpasst. Ist eine Schmiede? Okay. Was mache ich denn jetzt? Wir könnten mal vielleicht hier reinschauen. Vielleicht können wir da runter. Nee, können wir nicht. Okay, dann suchen wir nach dem Eingang und versuchen das wieder hier rein zu. Obwohl. Wenn das ein Eingang ist, dann müsste das hier eigentlich das sein. Genau nebenan. Und da muss er ihn runtergeworfen haben. Dann macht das Sinn. Wir schauen mal.
Ah. Okay, hier haben die ihn runtergeworfen. Aber ich sehe hier keine Hinweise. Ich sehe hier nichts. Aber was sollten sie sonst hier machen? Ganz ehrlich. Ich würde davon ausgehen, dass die Silber klauen. Wir warten aber bis zum nächsten Morgen. So, ein neuer Morgen, die Sonne geht auf und mein Arm ist ganz rot voll Blut. Ein typischer Morgen. Aber wir haben immer noch keine Informationen. Wir wissen nicht, was hier vor sich ging. Wahrscheinlich hätten wir den Vorarbeiter nicht umbringen sollen. Aber er stand da oben und es war halt... Trotzdem ist die Quest noch offen, das finde ich seltsam. Also, finde heraus, ob Wendel wirklich Silber stiehlt. Keine Ahnung, wie ich das machen soll. Ich kann auch mal schauen, ob ich in die Mine reinkomme. Wir müssen nur herausfinden, wo der Ausgang war. Der kann überall gewesen sein. Der Eingang war auf jeden Fall dort, glaube ich. Dann reiten wir erstmal darüber, dann gehen wir wieder rein und dann schauen wir nochmal. Ja! Weil hier finde ich keine Informationen. Eingang? Sieht so aus, ja. Dann gehen wir mal hier rein. Oh, und wir haben einen Punkt. Vitalität. Ich bin sehr vital gerade. Marathonläufer. Du spurtest 20% langsamer, verbrauchst dabei um 20% weniger Ausdauern. Kannst damit länger spurten. Ich wäre gern schneller. Ah, okay, Berserker. Immer schneller. Steil wie der Wind. Du spurtest 20% schneller, wenn ich mal wegrennen will. Das hätte ich gerne. Ist schon oft vorgekommen, dass ich wegrennen wollte. Ich war aber nicht schnell genug. Okay, ist die Quest wieder da? Nee. Wir rennen einfach mal durch, mal sehen, was passiert. Okay, Dead End. Dann wieder zurück. Da war noch eine Frau oben. Diese weg. Ist auch merkwürdig. Wo sind die hin?
Was ich jetzt nicht gesehen habe, sind Spitzhacken oder sowas. Ist unsicher, ob sie... Okay, da geht's nach oben. Da geht's woanders hin. Wir können mal weiter nach oben. Der Weg führt mich wieder zurück. Oh. Eine Truhe. Damit habe ich nicht mehr gerechnet. Edle Schuhe, die nichts wert sind. Aber die Groschen nehme ich gerne mit. Die helle mailändische Brigantine. Sehr gut. Ein Lu-Spielwürfel. Der erste in einer Reihe dämonischer Spielwürfel. Rezept für Bockbluttrank und Silberring. Okay. Ein dämonischer Spielwürfel. Ich glaube, ich hatte den anderen. Was ist der? Schrumpfwürfel, Zieh-Spielwürfel. Der zweite in der Reihe dämonischer Spielwürfel. Okay, da haben wir einen Würfel gefunden. Hat sich gelohnt. Mal sehen, wo es hier hingeht. Vielleicht wieder nach draußen. Das kann ja passieren. Oder doch nicht. Ich muss ganz schön weit unten gewesen sein. Und jetzt runterfallen. Zum Glück kann man hier richtig von den Leitern weg. Das ist sehr gut. Ich möchte hier nicht runterfallen. So, jetzt gehen wir noch weiter in die Richtung. Und noch weiter nach oben. Bam, 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 bam. So. Okay, ich hätte schon die Vögel. Da ist, glaube ich, noch Licht. Also, finde ich hier einen Ausgang? Wirklich, einen Ausgang hier drin. Okay, ich dachte schon, das ist eine Kammer und dann ist hier Schluss. Okay. Das war dann hier. Wenn wir da hinreiten, dann sind wir gleich fertig. Jetzt haben wir das Wissen bekommen, dass in so einer Hütte auch ein Schacht nach unten führen kann. Auch in solchen Hütten. Okay.
Ach, das ist wieder so ein Belüftungsschacht, nicht wahr? Ja, sieht danach aus. Ja, na gut. Wir waren in so einer Hütte dann. Okay, ja gut, dann bin ich hier fertig. Wir reiten nach Rovna zurück. Ist noch mehr Schächte. Hier sind überall Schächte, wow. Bewaffnete Männer, mit denen könnten wir mal reden. Ich würde auch in einen der Schächte hier nochmal reinschauen. Weg mit der Fackel. Was ist hier los? Sieh an, was haben wir denn hier? Was bringt er uns Schönes? Zeig mir, was du hast, dann lassen wir dich vielleicht am Leben. Okay. Gib uns deine Münzen. Nein. Minus 76. Keineswegs. Wäre ein paar Münzen nicht genug. Ich nehme doch nicht alles weg, was ich habe, oder? Wollt ihr mir wirklich alles nehmen? Mir? Einem armen, wehrlosen Pilger? Während Horden von Kumanen Heiden mit gestohlenem Silber durchs Land ziehen? Sind wir nicht Brüder in Christus? Da hast du nicht ganz Unrecht. Vielleicht solltest du schnell abhauen. Dass das funktioniert hat. Das erlaube ich mir noch, dafür, dass er mich überfallen bordet. Außerdem ist eure Rüstung eine Menge wert. Okay, der ist nach unten gerutscht. Das ist schlecht. Ist dein Schwert noch da? Nein. Okay, wo bist du? Ja, komm mit. So, dann muss ich mich bei allen die anderen auch noch ausnehmen. Der war stark. Ich wollte ihn eigentlich heimlich umbringen. Ah, ja, weil ich mein Dolch nicht dabei habe. Nee, doch, habe ich. Der war ja einfach besser. So, plündern wir. Das gibt Geld. So, Nahrung brauchen wir nicht. Außer das und sonstiges. Nehme ich das mit, das nicht, das und das. So, nächste. Ich hoffe, die sind noch da. Das wird nicht einfacher. Au. So, bam, 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 bam. So, den nehme ich jetzt auch noch mit. Ich brauche Geld. So, mitkommen. Dass die einfach mich überfallen wollten. Einen armen, alten Pilger. Ich müsste mal wieder Köter loben. Ja, macht sich ganz gut. Er ruft nicht die Polizei. Verpetzt mich nicht bei beim Papst. Er macht das ganz gut. Ein guter Hund bist du. Ja. So ist's echt. Das versteht er nicht. Okay. Also ich hätte gerne das Schild hier. Den Streitkolben hier, der ist toll. So, was haben wir noch alles?
Ja, viele wertvolle Dinge. Nahrung, das nicht, das kann ich mitnehmen. Gut, was haben wir da? Magdeburger Schwert. Ein mit typisch deutscher Präzision geschmiedetes Langschwert, das Waffenknechten und Adligen gleichermaßen Respekt einflößt. Es bleibt auch bei äußerst grobem Einsatz scharf und wird seinem Träger bis zum Ende des Kampfes treue Dienste leisten. Ringeblumen. So. Schwerer Kriegshammer. Gut, dass wir was wert sind. So, das will ich nicht, außer in Silberring. Ich hoffe, das passt noch aufs Pferd. Sonst müssen wir ein paar Kettenhemden wegwerfen. Das möchte ich nicht unbedingt. So, das kann drauf. Das kann... er kann nicht mehr tragen. Okay. Pferd. Wäre mein Problem. Werf mal das weg, was schwer ist. Hier der kumanische Metallschild. Ganz ehrlich, das ist nichts wert. Genauso wie der schwere Schild. Der kann weg. Speerruhe. 6 dafür. Hier die bayerischen Kettenhemden, die können wir wegwerfen. Die sind zu schwer. 17 ist einfach zu viel. Selbst das Kettenhemd hier. So, jetzt schauen wir mal. Können wir wieder mehr reintun? Das da kann rein. Das da. Und das da. Jetzt tun wir die wertvollsten Dinge rein. Die. Das und das. Gut. Dann silbernen Sporen. Die Schulterplatten. Jürnberger, Meißner. Gulliuport, das geht auch nicht mehr. Polnische, da, was haben wir hier? Edelkettenhaube. Okay, geht nicht mehr. Das kann weg. So, aber ich kann hoffentlich jetzt aufsitzen. Ja, sehr gut. Ich kann wahrscheinlich keine Schnellreise mehr machen. Wir können auch mal auf der Quest schauen. Untertage. Wir müssen eh nach jetzt nach Rattay. Ein Mann Gottes. Ich wollte noch kurz da schauen bei Rovna. Da müssen wir noch ein bisschen was sagen. Und zwar, dass wir es geschafft haben. Der Pater kommt wieder zurück. Stimmt, ich habe noch ganz vieles in der Quest nicht gemacht. Ich bin in die Mine reingegangen, aber das komplette Haus hier fehlt. Da habe ich nicht reingeschaut. Ja. Ich wollte mir das eigentlich aufheben. Ja. Jetzt bin ich wieder überladen. Wie soll ich denn da jetzt Sachen rausnehmen? Okay, da rennen wir jetzt selber hin. Allmächtiger, ist dir etwas zugestoßen? Hat dir jemand deine feinen Kleider geraubt? Ich sehe immer so aus. Ich habe einen Pfarrer gefunden. Wirklich? Wunderbar! Wer ist es? Der frühere Gemeindepfarrer von St. Jakob. Ich habe ihn überredet, für ein Weilchen zurückzukehren. Du hast ihn also gefunden? Ja, er lebte in der Nähe im Wald. Gott sei Dank. Du wirst sehen, wenn der Pfarrer wieder da ist, kehren auch die Leute zurück. Ich hoffe es. Ich habe für den Pfarrer ein paar Münzen gesammelt. Du solltest etwas davon haben. Schließlich hast du ihn zurückgebracht. Ja, das kann ich nehmen. Ganz ehrlich, ja. Danke. Dazu sage ich nicht nein. Gern geschehen. Hauptsache, wir haben wieder einen Gottesmann unter uns. Nun, dann leb wohl. Ich hoffe, er taucht bald hier auf. Lasst ihn nur nicht wieder gehen. Ich werde ihn im Auge behalten. Gute Reise, Heinrich. Und danke für deine Hilfe. Lebe wohl. Zu meiner 50. Sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch den Pfarrer umbringen, damit er nicht mehr ankommt und alles ist gut. Nee,
das will ich nicht mitnehmen. Das macht mir da schwerer. Das Leder kannst du behalten. Heinrich, schön, dass du da bist. Jo. Dann reiten wir. Ich möchte gerne mein Zeug verkaufen. Leider sind die Leute, die viel Geld haben, nicht hier. In Teilenberg haben sie erst recht kein Geld. Samopesch, vielleicht ein bisschen. Das nächste wäre eigentlich Sarsau. Finde heraus, wer in Sarsau mit Kupfer arbeitet. Wir könnten. Nee, Meroyet hat keine Schmiede. Wir könnten mal in Samopesch vorbeischauen. Wenn es nicht geht, dann würde ich in. Ja, ich würde zwar gerne hier reinschauen, aber das schaffen wir nicht. Ich mach so. Ich reite nach Samopesch. Dann, wenn da noch was übrig bleibt oder er nicht genug Geld zahlen kann, runter nach Sarsau. Und wenn wir das dann gemacht haben, wieder zurück nach oben. Dann schauen wir hier in dieser Schmelze rein oder wie man die das Gebäude hier nennt. Aber das können wir machen. Hoffentlich kann ich schnell reisen. Nein, kann ich nicht. Okay, dann markieren wir das so. Ja. Oh. Ja. Ich glaube, der hat genug Geld in Samopesch. Stört mich das wieder in der Quest. Ich habe nicht genügend herausgefunden, um irgendwas sagen zu können. Wir wissen nur, dass da irgendwas war. Und die sind etwas aufgebracht dort. Aber es kann genauso gut sein, dass sie die Mine einfach beschützen wollen. Oben ist jemand durchgedreht und hat jemanden runtergeworfen. Ich weiß auch nicht mehr ganz genau, was sie gesagt hat. Ja, da war ja eine Frauenstimme. Glaube ich. Oh, hier ist ein Lager. Hi. Meroyet. Ah, das ist das Dingens. Nee, war das nicht woanders? Egal, ich will nicht nach Meroyet, ich will weiter nach Süden. Ich glaube, das war hier. Wir haben ja Herr Ratze getroffen. Dann sind wir weiter, glaube ich, nach Pribyslavets oder so. Ich glaube, das war hier. So, das müsste dann Meroyet sein und, ich habe vergessen, wie das Dorf hieß, aber das ist dann da vorne. Was war das? Ja. So, Verzeihung. Hey, das gehört mir. Nein, 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 nein. Ich habe wichtige Sachen zu tun. Es muss sein. Er kann nicht erzählen, was hier passiert ist. Und wir brauchen das Geld. 36, das ist nicht zu verachten. Ja. Immerhin tue ich ja damit den Leuten was Gutes. Das darf man nicht vergessen. Und eine gute Tat, die wiegelt viele böse Taten auf. Und so böse ist es eigentlich nicht. Eher gerecht. Er war reich, ich war arm. Und so passiert das nun mal.
So, werter Herr, werter Schmied. Ich weiß, dein Sohn ist nicht mehr. Aber du hast doch sicherlich was zum Handeln da. Alles Gute. So, ich möchte gern verkaufen. Er hat 840, das ist echt nicht viel. Das. Das und das war schon. Können wir irgendwas kaufen, was irgendwie in Ordnung ist? Holzkohle zum Beispiel. Messerscharf Teil 2. Habe ich das Buch? Messerscharf. Messerscharf Teil 2 haben wir schon. Holzkohle würde ich kaufen. Ja, selbst das ist nicht genügend. Na, egal. Gut. Damit hätten wir ein bisschen was verkauft. Wir können aber immer noch nicht schnell reisen. Schönes Huhn. Wir müssten... Was haben wir denn da? Ich glaube, eine Kräuterhexe. Ich würde aber trotzdem erstmal nach Sasau. Oder vielleicht haben wir da... Wenn wir schon hier sind...